Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Heute mit einem wirklich wunderbaren Gänserezept. Und zwar machen wir geschmorte Gänsekeulen. Und dieses Rezept gibt euch wirklich alles, was ihr euch von einer perfekten Gans versprecht. Ihr bekommt saftiges Fleisch, eine knusprige Haut und noch dazu eine extrem leckere, wirklich traumhafte Soße. Und das Beste an der Sache ist, das Ganze geht relativ stressfrei. So, und bevor es losgeht, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Das Ganze ist kostenlos. Einfach auf Abonnieren klicken, die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. So, und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei diesem wunderschönen Rezept. Für unsere Gänsekeulen habe ich hier ein bisschen Röstgemüse. Und zwar nehme ich da Karotte, 3 kleine Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, einen Apfel, eine Orange, ein wenig Ingwer. An Gewürzen nehme ich eine Zimtstange, einen Sternanis, 2 Lorbeerblätter, ein bisschen Thymian, Salz, Pfeffer aus der Mühle. Dann habe ich hier noch etwa 2 bis 3 Esslöffel Balsamico-Essig. Und zum Aufgießen nehme ich jetzt hier eine selbstgemachte Geflügelbrühe. Wenn ihr natürlich einen Entenfond da habt, nehmt den. Also, und dann habe ich auch hier schon mein Gemüse vorbereitet. Die Karotten habe ich einfach geschält, in Würfel geschnitten. Die Zwiebel mit der Wurzel ruhig in nicht zu große Stücke, aber auch nicht zu kleine Stücke geschnitten. Den Apfel habe ich komplett mit dem Kern klein geschnitten. 2, 3 Scheiben Ingwer dran und eine Knoblauchzehe, die habe ich jetzt einfach geviertelt. Von meiner Orange nehmt eine Bio-Orange, denn dann könnt ihr die Schale ohne Bedenken mitessen. Mache ich mir hier so 2 Streifen mit dem Sparschäler runter. Das Weiße schälen wir uns auch so ein bisschen mit dem Messer noch runter, denn das hat immer eine leichte Bitternote. So, das gebe ich in meine Soße mit rein. Die Soße wird nachher passiert, das ist also raus. So, den Rest der Orange pressen wir aus. So, als erstes geben wir mal in eine Bratreine oder in eine Pfanne ein wenig Gänseschmalz. Wenn ihr den nicht habt, dann könnt ihr auch die Gänsekeulen in die kalte Pfanne legen, anstellen und dann läuft das Gänsefett auch so raus und dann bratet ihr die im eigenen Fett an. So, die Keulen, die würzen sich gleich. Ich brate die jetzt nur erstmal schön langsam an auf der Hautseite. So, dann salzen wir schon mal die Keulen von der Fleischseite und lassen sie schön langsam ein wenig anbraten. Ich habe hier übrigens Freilandgänsekeulen genommen. Das solltet ihr auch tun. Die sind natürlich teurer, aber ihr wisst, was ihr habt. Das Tier hat ein gutes Leben gehabt und sie schmecken einfach auch deutlich besser. So, wenn wir dann Farbe haben, dann drehen wir die um. Die müssen jetzt noch nicht super braun sein, denn das wird nachher beim Schmoren erstmal sowieso wieder weich. So, von der Fleischseite brate ich die nur ganz kurz an. Die Hautseite würze ich jetzt auch mit Salz. Und dann können wir die auch schon rausnehmen und lagern die erstmal zwischen. So, von den Gänsen ist jetzt jede Menge Fett rausgelaufen. Da schöpfen wir jetzt bis auf ein paar Löffel den Großteil ab. So, dann geben wir als erstes unsere Zwiebeln rein und die Karotten. So, wenn das Ganze schon ein bisschen Farbe hat, geben wir unseren Knoblauch dazu. Wir müssen aufpassen, dass der nicht anbrennt. So, dann die Zutat habe ich eben vergessen, ein bisschen Honig, denn das macht das Ganze ein bisschen rund, denn wir haben Säure, wir brauchen ein bisschen Süße und es passt ganz einfach zu Gans. Dann geht der Apfel dazu. Dann können wir ruhig auch schon die Orange und den Ingwer dazugeben. Dann gebe ich mein Sternanis und mein Zimt dazu. Und dann lösche ich das mit meinem Balsamico ab. Den Balsamico wollen wir wieder komplett einreduzieren. Dann kommt der Orangensaft mit dazu. Die Lorbeerblätter. Der Thymian. So, wenn das Ganze eingekocht ist, würzen wir es ein bisschen mit Salz, nicht zu viel, und gießen das mit unserer Brühe auf. Ihr könntet hier natürlich auch eine
ein Gänsefond, ein Entenfond nehmen. Aber eine Geflügelbrühe funktioniert auch wunderbar. So, dann gehen meine Gänsekeulen wieder auf diesen leckeren Fond. Das duftet jetzt schon unglaublich gut. So, hier mit dem Auffanggefäß jede Flüssigkeit gleich mit reingeben. Dann mit Pfeffer würzen noch. So, dann geht der Deckel drauf und dann geht es bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Ich schätze mal so eine Stunde, wahrscheinlich eher anderthalb Stunden werden die brauchen. So, meine Gans war jetzt 2 Stunden drin. Ich habe allerdings zwischendrin die Temperatur mal kurz auf 150 Grad runtergedreht. Einfach, weil ich wollte, dass das nicht zu schnell geht. Und das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Größe an. So, ich teste die jetzt, ob die gut ist. Ich drehe sie am liebsten immer um. Wenn ihr hier drauf drückt, und das drückt sich schon schön weich, es gibt so ein bisschen Nachaufdruck, dann sind die gut. Es sollte jetzt noch nicht komplett vom Knochen fallen. Und hier, ich messe jetzt hier nicht Temperatur, sondern steche den mit der Nadel rein. Wenn die leicht rein und raus geht, dann ist das Fleisch weich. So, die Soße duftet unglaublich gut. Die haben jetzt natürlich noch keine Farbe. Das geht auch nicht wirklich, wenn man die in einem geschlossenen Gefäß gart. Das macht aber nichts, die Farbe kriegen wir gleich da dran. Die holen wir jetzt erstmal kurz hier raus aus der Soße. Und lagern die jetzt hier mal kurz zwischen. Wenn ihr die zu lange gärt, kann es passieren, dass sie euch vom Knochen fallen. Die hier sind noch schön dran am Knochen. So, in Theorie könnte man jetzt die Soße so nehmen, wie sie ist. Im Prinzip abbinden ein bisschen. Aber man sieht das jetzt hier nicht so super gut in der Kamera. Da ist natürlich von der Gans sehr, sehr viel Fett drauf. Ne? Und das wollen wir jetzt nicht unbedingt in der Soße haben. Denn das schmeckt dann einfach zu mächtig. Um das Fett da rauszubekommen, passiere ich jetzt als erstes mal hier meine Soße ab. So, und dann fülle ich mir das in ein Glas. Passt auf, dass es nicht zu heiß ist. Könnt euch das Glas im schlimmsten Falle platzen. So, wenn ihr die Gans jetzt nicht sofort am gleichen Tag macht, ihr könnt die nämlich auch am nächsten Tag fertig machen. So, dann habt ihr es ganz einfach. Dann lasst ihr diesen Fond einfach über Nacht abkühlen. Stellt ihn, wenn er kalt ist, in den Kühlschrank. Und dann könnt ihr am nächsten Tag das Fett, das wird dann fest, das könnt ihr einfach abkratzen. Wenn ihr aber so wie ich die Gans sofort nehmt, dann wartet ihr einfach ein paar Minuten, das Fett setzt sich oben ab und dann könnt ihr das zumindest zum großen Teil abschöpfen. So, wenn wir den Großteil runter haben, dann bevor wir unseren Fond jetzt abschöpfen, lassen wir das ein bisschen Fett ruhig drin. So, dann gebe ich den in einen Topf, wo ich die Soße fertig machen kann. Ruhig nochmal durch ein Sieb durch. So, die Soße, die habe ich noch ein bisschen eingekocht, damit die noch ein bisschen intensiver wird. Das hat ja auch eine schöne Farbe. Und jetzt bin ich die so ein bisschen mit angerührter Stärke. Die Stärke einfach mit kaltem Wasser anrühren und dann vorsichtig abbinden. Wirklich minimal. Und schon ist die Soße fertig. So, unsere Keulen müssen wir jetzt noch schön braun kriegen. Das mache ich einfach in der Pfanne. Dafür nehme ich mir einfach ein bisschen was von dem Gänseschmalz, Gänsefett, was beim ersten Anbraten angefallen ist. Und da rein gebe ich jetzt meine Gänsekeule. Ich mache jetzt erstmal nur eine. Und die lasse ich jetzt nochmal schön anbraten. Oh ja. Ja, schaut doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt kann man hier noch ein bisschen heißes Fett drüber. Dann kriegt man hier auf die Seiten noch schön. So, zu der Gans mache ich ein wunderschönes Rotkraut. Das Rezept habe ich auch die Tage hochgeladen. Das findet ihr auch hier verlinkt. So, dazu natürlich ein paar leckere Knödel. Die habe ich jetzt aus rohen Kartoffeln gemacht. Das Rezept wird noch kommen. Auf jeden Fall noch diese Woche. So, und da ist sie. Die Gans. So, die Haut. Die Haut ist tatsächlich wunderschön kross geworden, was für eine geschmorte Gans natürlich nicht immer selbstverständlich ist. So, die Soße macht ihr am besten nicht direkt auf die Haut, denn dann wird sie auch ganz schnell wieder weich. Oh mein Gott. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Absoluter Wahnsinn. Absolutes
Festessen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Das ist wunderschön zart. Oh mein Gott. Seht ihr das, wie das so runterfällt hier? Und das Schönste ist wirklich, ihr habt eine ganz tolle Soße bei dem Rezept. Eine wunderschön knusprige Haut. Wahnsinn. Dazu dieser Knödel. Das Rezept findet ihr, wie gesagt, auch. Ich bin gerade im Himmel. Kleine Anmerkung noch. Solltet ihr die Gans am Vortag vorbereiten, dann macht ihr sie am besten in der Pfanne warm mit ein bisschen Flüssigkeit im Ofen. Dafür würde ich wirklich ein bisschen Flüssigkeit, am besten ein Fond reingießen, mit der Hautseite nach oben in den Ofen reinlegen bei etwa 200 Grad und für ungefähr 15 bis 20 Minuten schön braun werden lassen. So, und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.